Also zu einer neuen Folge Cops and Robbers. Und zwar spielen wir diesmal den Police Medic. Letztes Mal haben wir den Robber Medic gespielt. Davor den Police Recruit und davor den Robber Crook. Und jetzt kommt der Police Medic an die Reihe. Da gibt es immer so viel zur Auswahl, wie man aussieht. Ich nehme mal den hier. Der Call has been made, der Police Medic. Da haben auch die Police Medics, wie alle Medics, diese hässliche Waffe hier. Eine Shotgun. Also ich mag jedenfalls keine Shotguns eigentlich. Die mag ich wirklich nicht. Bei Snipern bin ich mir ja nicht mehr so ganz sicher. Aber ich bin echt nicht so gerne Police. Einmal einfach aus Prinzip. Packt da oben den Typ in der Luft. What the... Einmal einfach aus Prinzip. Und dann auch noch... Ach stimmt, ja, man kann ja rennen. Guck, und wegen der Spur kann ich ihn jetzt auch noch besser verfolgen. Das ist teilweise wirklich nachteilhaft mit so einer Spur. Oh! Was war denn das? Und außerdem hat man als Police eben nicht ganz so ein festgelegtes Ziel. Weil als... Obwohl eigentlich ist sowieso egal. Jetzt sehe ich da auch wieder anders aus. Aber eigentlich ist sowieso egal, wie ich da aussehe. Denn ich habe ja eigentlich für die Leute um mich sowieso... Ne? Die nie auf. Daher ist das total egal, wie ich da drunter aussehe. Eigentlich. Fällt mir auf, hier habe ich noch nicht so viele Punkte. Obwohl ich da einmal irgendwie so richtig viele Punkte bekommen habe, habe ich hier noch gar nicht so viele Punkte wie auf dem Kurzstunde-Server. Was gibt's denn noch so hier? Die möchte ich lieber nicht nehmen. Accessoires. Ach ja, stimmt, da gab es irgendwas, was ich tragen wollte. Aber was ist denn jetzt los? Nein! Oh, gut. Hä? Inzwischen kann ich die Dinger irgendwie tragen. Die Animated Dinger. Ninja Mask? Das soll eine Ninja Mask sein? Interessant. Zwei, aha. Jetzt sind die plötzlich... Ich habe irgendwie neue Texturen bekommen, ohne es mitzukommen. Ach, ich glaube, ich weiß, woher ich die Texturen habe. Und jetzt weiß ich auch, was TF2, wofür TF2 steht. Natürlich! Da ich inzwischen Team Fortress 2 spiele, habe ich die Team Fortress 2 Texturen und gleichzeitig eben auch die Hüte. Interessant, dass ich das nicht... Dass ich auf die Idee nicht gekommen bin. Okay. Das sieht doch... das sieht einfach nur dumm aus. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich noch... Nee, das hier. Also das war's. Davon wollte ich mir mal was kaufen. Hier Computerback. Könnte ich mir eigentlich auch schon kaufen. Aber sieht man immer nicht. Okay, aber wenn man Pull ist, sieht man das schon. Aber eben auch nur so ein bisschen. Nicht komplett, glaube ich. Ja, Jump Pack könnte ich mir natürlich auch wieder kaufen. Was ich mir auf dem Kurzstunde auch gekauft habe. Ja, ich glaube, das mache ich sogar dann noch eher. Wenn ich nicht weiß, ob die Dinger einem irgendwas bringen. Nee, grün ist das aus einem anderen Grund. Weil Jump Pack, das klingt immer so, aber ich denke, dass es einem eigentlich nichts bringt, aber ich würde es mir trotzdem lieber kaufen, damit ich hier auch dasselbe Aussehen habe. Aber eigentlich habe ich jetzt auch keine Lust, Ewigkeiten im Point Shop zu verbringen. Für die restlichen 6 Minuten Folge würde ich wenigstens noch ein bisschen Action bringen, wenn das irgendwie dazu kommt, weil ich sehe hier keinen einzigen Robber. Ich gehe auf jeden Fall mal in die Bank, denn in der Bank sind immer viel weniger Pullis. Von... Werde ich... What the shit? Von wo werde ich bitte angegriffen und... Von wo? Nein, oder? Ich konnte ihn nicht sehen wegen diesem Schattenbug oder was? Wo man einfach keine Menschen sieht, sondern nur die Schatten von ihnen. Bitte nicht. Vielleicht lag das wirklich daran, weil es hat mich total gewundert. Das war einfach nirgendwo ein Gegner, aber trotzdem. The Wang Bank war, wo hier succeed and the money is now long gone. Oh nein. Jemand ist Level 6 geworden. Und jemand ist erst Robber Crook und dann Police Recruit geworden. Weil er nämlich dann geswappt wurde. Der arme Typ, der arme Typ. Ich glaube, der Bug ist hier tatsächlich, ne? Dieser... Hä? Ich dachte, da wäre vielleicht ein Gegner, hä? Wieso kann ich hier nicht langlaufen überall? Komm! Tatsächlich! Aber das sind doch alles Polizisten. Die können ja überhaupt nicht schießen. Oh, das kann doch nicht wahr sein, oder? Okay, für die nächsten 5 Minuten, nee, so. Doch, ich glaube, ich disconnecte mich nochmal gerade ganz kurz vom Server. Also, weil die Verbindung immer bei dem Server ein bisschen lange dauert, sage ich jetzt mal bis gleich. So, und jetzt habe ich nochmal reconnected und jetzt geht's weiter. You are armed. You are rearmed? Was? Ach, und da fällt mir was ein. Wir könnten doch eigentlich auch mal, ne? Artie Dean
Hund? Feels lighter than usual. Sogar als Bullen nehmen wir so ein Zeug. Interessant. Erinnert mich gerade an ein RPG-Maker-Spiel, was ich vor kurzem mal so kurz ausprobiert habe. Kill two people with one shot. Das müsste ein Freund sein. Naja, wusste ich's doch. Ich glaube, ich sollte mich mal irgendwo verstecken. Ich glaube, da kam gerade nur aber von dort. Von wo bin ich jetzt schon wieder angeschossen? Schon wieder ein unsichtbarer Gegner oder was? Ich hasse diese unsichtbaren Gegner. Voll die Hacker, Mann. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Gegner. Aufzug. Ich sage dir, bitte komm heute. Bitte, bitte, bitte ein einziges Mal in deinem Leben. Gewitter? Heute hat es nur geregnet. Jetzt gerade regnet es mal unglaublicherweise nicht. Ich war heute noch kein einziges Mal draußen. Einfach weil es die ganze Zeit regnet irgendwie immer. War da gerade Blut? Ich dachte, der Elevator hat hier irgendwie Blut abgegeben oder so. Wenn ihr irgendwie wisst, wie man diesen Aufzug rufen kann, dann wisst ihr etwas, was ich auch weiß. Wieso bin ich denn jetzt plötzlich gestorben? Hat mich der Aufzug zerquetscht oder was? Ich wurde ja nicht mal von irgendwem getötet. Ich bin einfach so gestorben. Ey. Immer diese Aufzüge, sage ich dazu mal nur. Das ist ja echt seltsam, Emma. Na gut. Mal gucken, wie lange die Folge noch geht. Ich renne hier mal einfach durch. 4 Minuten. Da dort so viele Leute sind, gehe ich mal mit denen dort rein. Funktioniert der Elevator hier eigentlich? Nee. Hä? Kann man hier einfach rein? Ach! So geht das also! So geht das also! Da habe ich direkt schon einen Titel für die Folge. Ich hasse zwar gerade erstmal, dass ich... Ah! Auf das dumme Ding eingehe, aber... Oh, ich habe ihn getötet! Juhu! 41 XP erhalten. Wow! Terrorist Hitter. Terrorist Medic. Oh, die sind ja richtig heftig da dran, die Terroristen. Ja klar, die Terroristen, ne? Die Terroristen. Jetzt klauen die Waffen, danach haben sie Trouble, ne? Nein, den haben sie erst am Sonntag, am Samstag wieder. Beziehungsweise, ich nehme Cops and Robbers immer vor Trouble and Terrorist Town in derselbe, für beides für dieselbe Woche auf. Obwohl TTT ja eigentlich vor Cops and Robbers kommt. Sollte ich vielleicht mal andersrum machen. Habe ich bisher so gar nicht dran gedacht. Weil ich nehme Cops and Robbers, genau wie Wineforge, eigentlich immer am Mittwoch auf. Und die 3-Runden-TTT-Folge eigentlich immer am späteren Tag. Am Freitag. Genau wie noch irgendwas anderes. Mir fällt gerade gar nichts anderes mehr ein. Sind da gerade bösartige Leute reingegangen? Oder sind das liebe Leute, die da reingegangen sind? Was hat der denn für einen hässlichen Kopf? Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass der jetzt keinen Errorkopf mehr hat. Ich denke mal, dass der da vorher mal einen Errorkopf hatte. Scheiße. SWAT Gunner. Ich bloß... Oh. Fists! Nein! Medkit. Achso, da hat er die Fists. Okay, hier habe ich die Minelli. Die gute Waffe halt. Beziehungsweise die Waffe halt. Auch nicht schon wieder. Das finde ich immer voll dumm. Man kann sich gar nicht ausruhen, wie man aussieht. Man sucht sich einmal aus, aber beim nächsten Spawn sieht man wieder ganz anders aus. Nee, irgendwie sieht man immer so aus, wie ich da unten rechts, unten links jetzt aussehe, ne? Vollbild müsst ihr das erkennen können. Wäre jedenfalls sehr seltsam, oder nicht? Also, außer natürlich, ihr guckt irgendwie in 240 oder 180 oder was die niedrigste ist. 240 ist auf jeden Fall sehr niedrig. Die Auflösung. Mal gucken. Okay, noch 1 Minute. Die Folge ist auch schon wieder fast zu Ende. In der Bank sollte ja jetzt nicht so viel los sein, weil die ja noch ein bisschen zu ist, sozusagen, ne? The police army over here sucked. Is the seat and everything is re-blocked. Been made a robber suck. Ich hoffe, dass ich den robber suck bald nochmal freischalte. Oh, war ein Gegner. Ich werde ihn töten. Ohne Probleme. Hey, robber soldier! Das war mal ein Kill, was? Ha! Ach, das ist ja... Das sind ja Polizisten. Ah! Scheiße! 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 Ich würde aber sagen... Ah, nee, die Folge muss noch nicht zu Ende sein. Hat er gerade...
noch einen Bullen getötet. What the shit, war das für ein Typ? Na gut, jetzt noch ein Leben. Und irgendwie... Oder auch nicht, weil ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Meint doch hier keiner ernst, oder? Das kann doch nicht wahr sein. War sehr interessant, so mit rechts, links, ne? Hä? Ich kann einfach nicht laufen. Ich bin hier einfach in irgendwas drin gespawnt. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht sein. Hoppala. Oder eher Barging. Na gut. Ist mir jetzt gerade mal ganz egal. Mir reicht es hier langsam. Wir könnten ja noch unsere Munition verballern, aber es ist auch nicht nötig. Nur damit das Loch hier mehr wohlverdienten Schaden bekommt. Das kann doch gar nicht wahr sein, oder? Noch einmal hier. Hm, RTD. Wo ist Ignat bei Pyromaniac? Ja, das hätte ich ganz gerne vorher schon aktiviert. Oh, die Folge muss jetzt aber auch mal zu Ende sein. Wenn ich gleich mal endlich verbrannt bin, ist die Folge nämlich auch zu Ende. Jetzt lade ich nochmal nach. Sehr schön. Kurz vorm Sterben nochmal nachladen. Das muss doch immer sein. Nochmal nachladen. Damit wir im Tod im Jenseits auch volle Munition haben. Und da liegt schon wieder keine Leiche, sondern nur Schatten. Naja, jedenfalls würde ich sagen, könnte die Folge jetzt mal zu Ende sein. Daher nicht den Daumen vergessen und... bis zum nächsten Video.